diesem Video will ich dir zeigen, wie du deinen Hund ganz einfach und schnell auslasten kannst. Du kannst es sofort nachmachen. Bei uns steht immer der Spaß an erster Stelle. Wie ist das bei dir? Schreib's gerne in die Kommentare. Und los geht's! Körperliche und geistige Auslastung für deinen Hund ist sehr wichtig. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Hund ganz einfach geistig sowie körperlich gut und schnell auslasten kannst. Geht los! Go! Dogma TV. Wow! Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma, das ist Rocky und heute zeigen wir dir, wie du den Hund ganz einfach und schnell auslasten kannst. Wir haben uns überlegt, wir laufen einfach mal um die Pylone rum und immer wieder rum. Rocky, machst du mit? Yes! Okay, dann geht's los. Wenn dein Hund keine Leine braucht und gut den Rückruf beherrscht, dann kannst du ihn einfach von der Leine abknipsen. Das macht sich dann immer noch ein bisschen einfacher und schöner. Wenn du Probleme hast mit dem Freilauf, dann schau dir gerne dazu meine Videos an. Viel Spaß, aber jetzt erstmal um die Pylone. Rocky, rum. Prima. Rocky, rum. Sitz, prima. Nun, das sieht alles ganz einfach aus, aber wie baust du sowas auf? Das ist auch ganz einfach. Du nimmst ein Futterstück und führst den Hund an der Nase um die Pylone rum, sagst das Zauberwort Klick, das Markerwort oder nimmst einen Klicker und das machst du immer wieder und immer wieder. Und dann versteht er das. Und dann brauchst du bloß noch den Finger. Rocky, rum. Und wenn er nicht so aufgeregt ist, dann macht er das auch. Rocky, rum. Rum. Jawohl. Du siehst, das wird auch mit jedem Mal besser. Rocky, rum. Rocky, rum. Rocky, rum. Prima. Und das geht natürlich auch auf Distanz. Rocky, komm mal her. Rocky, rum. Prima. Rocky, rum. Prima. Das geht im Stadtpark um Bäume, das geht einfach in der Stadt um irgendwelche Poller herum. Natürlich passt du auf, dass du deinem Hund nicht durch Autos gefährdest oder Radfahrer oder natürlich auch die Autofahrer und die Radfahrer nicht gefährdest. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten auch in der Stadt mit deinem Hund Spaß zu haben. Du findest Bordsteinkanten, da kannst du mit deinem Hund ganz langsam rüber balancieren. Das findet der dann auch spannend. Und wie gesagt, wenn du ein bisschen Platz hast und dein Hund gut den Rückruf beherrscht, dann spiel so eine Sache mit ihm, so eine Pylone. Die kannst du dir überall besorgen. Ja, also schau mal einfach, google einfach mal. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonnier den Kanal. Mehr zum Hundetraining erfährst du im nächsten Video. Wäre schön, wenn du dir das auch noch anguckst. Und ciao, bis Dogma TV. Brrr. Prima. Okay, bleib. Weil Rocky das so toll gemacht hat, gibt es eine kleine Überraschung. Damit kannst du auch prima deinen Hund auslasten. Koch ihm einfach mal ein Ei. Lass die Schale dran und dann lass ihn spielen, bis er das Ei geknackt hat.
super, super. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Super. Fein, fein. Um die Eierschale. Der Jack konnte es ja nicht wissen. Okay. Suchst du noch eine richtig gute Trainingsleine für deinen Hund? Dann empfehle ich dir diese Retrieverleine mit 1,80 Meter Länge, 1,8 Zentimeter Breite, exklusiv aus dem Dogma TV eBay Shop. Greif zu! Die sind rar. Die Leine ist nicht geflochten, sie ist genäht, um deinen Hund nicht zu irritieren. Die perfekte Länge, die perfekte Breite, das perfekte Material für dein Hundetraining. Viel Spaß damit! Den Link findest du in der Beschreibung. Check mal aus und ciao! Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.